weiß, in dem Moment, wo die Rakete abgehoben hat, gibt es erstmal keinen Weg zurück. Man wartet natürlich drauf, was ist das für ein Gefühl? Das sind ja Naturgewalten, die einen da Richtung Weltraum schieben. Und dann ist Schwerelosigkeit, dann ist man im Weltraum. Und dann weiß man, jetzt ist man auf dem Weg zur Raumstation. Am Anfang schaut man nach, wo ist meine Heimatstadt, wo komme ich her, wo ist mein Heimatland. Aber das verändert sich dann mit der Zeit. Wenn man eben die Möglichkeit hat, ganze Kontinente zu überblicken, dann sieht man die Erde eben mehr als eine Gesamtheit. Und man ist von diesem Anblick absolut überwältigt. Auf der einen Seite nimmt man eben diesen Planeten als wunderschönen Ort wahr. Man ist einfach begeistert von dieser Vielfalt an Farben und Formen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich die Auswirkungen des Menschen. Man kann über Südamerika mit bloßem Auge die Schneisen sehen, die da in den Regenwald geschlagen werden. Man kommt natürlich auch über Krisenregionen und ist in einem Moment noch von der Schönheit dieses Anblicks begeistert. Und dann sieht man auch Fahnen aufsteigen und weiß natürlich, dass das eben von Konflikten hier wird. Letztendlich leben wir hier alle auf der Oberfläche, in der Peripherie. Und der Blick von außen unterstreicht ja auch diesen Eindruck. Wir leben hier alle gewissermaßen in einem Boot. Wir müssen damit zurechtkommen. Man stellt sich natürlich schon die Frage, wird es möglich sein, vielleicht mal die menschliche Existenz über die Grenzen dieser Atmosphäre hinaus auszudehnen?